So, dann wollen wir uns mal. Okay, Upper West Side, Beth Tikva, ein Riesenbezirk hier. Dann wollen wir uns mal die andere Synagoge anschauen. Die sieht auf jeden Fall ein bisschen reicher aus. A large, tasteful stained glass window surveyed the synagogue from its high vantage point. I suppose it's okay. Bist du neidisch? It's firmly attached to the window frame. Ja, ansonsten würdest du es sofort mitnehmen, ne? Glaube ich dir. The Candace Lacton was an elegant affair made from lacquered oak. It looked brand new. Oh, lackiertes Eichenholz. Meh, I've seen better. Nur nicht in deiner Synagoge wahrscheinlich. It wouldn't match my home furniture. Okay. Services must have just ended and they hadn't gotten around to putting the Torah away yet. I can't believe they're just leaving it here for anyone to come in and take it. They must have dozens of them in a back room somewhere. Oder hier ist die Kriminalitätsrate einfach nicht so hoch wie in deinem Viertel. Services, also das hatte ich ja gerade. I can't believe they must. Ja, das hatten wir gerade, Verzeihung. I couldn't steal the Torah from another man's synagogue. Boah, man kann es machen, aber ich meine, ja gut, ich kann es verstehen, warum es nicht macht. Besides, it was too heavy. Das ist natürlich der eigentliche Grund, genau. Ich glaube, unser Rabbi ist nicht sehr, weiß ich nicht, sehr moralisch einwandfrei. Naja, gut. A tasteful podium of lacquered oak. It looked brand new and smelled of recent polish. Meh, I've seen better. Gut, kannst du auch nicht mitnehmen, ne? The desire to scratch it with my keys was, oh, Alter, was strong, but it passed. Du bist schon ein bisschen hart drauf, oder? Several of the photos showed a group of children sitting around the table. Warum bringt man die Fotos denn da unten an, frage ich mich. Two men flanked the children, smiling at the camera like they just won the lottery. A caption read, Jay Silver and E. Goldberg on duty at the Beth Tikva Youth Center. Irgendwie kam mir Goldberg? War das? Nee, das war aber nicht, ach. Wahrscheinlich bilde ich mir es nur ein, dass ich den Namen schon gehört habe gerade irgendwie. Several of the photos showed a group of children sitting around a table. Ja, das hatten wir doch schon. So. Hat er zweimal dasselbe angezeigt. Gehen wir mal zur Tür. Einfach mal reingeplatzt. Ich glaube, das yes, ist unser Rabbi. You're the chief rabbi here at Beth Tikva. I do carry that honor. So, what can I do for you, Mr. Rabbi, actually. Rabbi Stone. Well, fancy that. I can always spare time for a fellow rabbi. What brings you to our humble synagogue? Gut, wollen wir direkt anfangen? Indirekt? Ach komm, wir machen mal ein Gespräch unter Rabbis, warum nicht? Do you know Mr. Jack Lauder? Should I know Mr. Jack Lauder? Schön! Gefällt mir. Don't you think you should know Jack Lauder? Why do you think so? Wasn't he a member of your congregation? Was he? Don't you know your own congregation? Am I expected to know everybody? Well. Großartig. Amos broke out into an angelic smile. Ein schönes Gespräch. Are you finished? I guess. Wonderful. Schade. Aber irgendwie dachte ich mir schon, dass sowas dabei rauskommt. Flippant or honest answer. Ich probier's mal mit der ehrlichen Antwort. He was a member of your congregation. He died a few days ago. That's right. The funeral service was yesterday. I honestly don't know where my head is these days. You conducted the ceremony? Yes, his wife insisted on it. Did she now? If I may ask, what is your interest in Mr. Lauder? Personal reasons, financial reasons, rabbinical reasons, natürlich. Aren't all matters of our flock our concern? Well, not every matter. But still, we do what we can, don't we? Leave? Nein, wir wollen natürlich nicht gehen. Fragen wir erstmal über Jack Lauder. Is there anything you can tell me about Mr. Lauder? I'm afraid not, Rabbi Stone. My congregation is rather large, and Mr. Lauder seldom attended services. I'm sure I don't need to tell you what that's like. You certainly don't. Nein, damit kennt er sich auch ganz gut aus. So, aber wenn wir schon mal hier sind, können wir doch sicherlich über Ethan G. und Joe DeMarco was in Erfahrung bringen. Did a Joe DeMarco ever belong to this temple? DeMarco.
That's hardly a Jewish name. I know. Although, it's difficult to say. As I told you, it's difficult to keep track of individual congregation members. He was an investor in Jack Lauder's company. Does that mean anything to you? I don't know. Should it? No, I suppose not. Ah, großartig. Does the name Joe DeMarco mean anything to you? DeMarco? Yes. Sounds Italian. Other than that, it means nothing. Sorry. Hmm, okay. Aber vielleicht Ethan G. Are you familiar with an Ethan G? Ethan G? Is that his name? Just an initial, as far as I know. Ah, well, nothing leaps to mind, I'm afraid. Ah, das ist ja nicht sehr ertragreich bislang. Do you know anything about Ethan G meeting up with Joe DeMarco? In all honesty, I have no idea who Joe DeMarco is. So I'm afraid the answer is no. Dann müssen wir uns wohl mal in deinen... Ach, du hast bestimmt keinen Computer, in dem wir uns einhacken können, ne? Tja, allzu viel hat das Gespräch ja jetzt nicht erbracht. Good night to you, Rabbi Zelig. Good night to you, Rabbi Stone. Hm. Das lief nicht so gut, muss ich zugeben. Gibt's denn noch irgendwas anderes, wo wir hingehen können vielleicht? Sieht bald nicht danach aus, ne? Wir haben bloß die eine Tür hier. Wir haben sonst auch keine weiteren Hinweise, außer dem, was wir hier haben. Hier können wir bloß rausgehen, also wir können uns hier auch nicht weiter umschauen. Hm. Nochmal kurz rein. Geht er denn direkt ins Gespräch? Ja. Schade. Ich dachte, vielleicht können wir so nochmal ein bisschen hier umschauen, aber das ist offenbar nicht möglich. So, naja, bei Consulting Notes, da ist ja jetzt auch nichts Neues dazugekommen. Also gehen wir mal. Good night to you, Rabbi Zelig. Good night to you, Rabbi Stone. Das hat mir jetzt wirklich überhaupt nichts gebracht, hier zu sein, ne? Muss ich mal so feststellen. Der ist nicht sehr kooperativ. So, haben wir jetzt noch irgendwelche Anhaltspunkte? Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung. Hm. Schwierig. Können wir vielleicht Joe DeMarco und Beth Tikva zusammen eingeben? Ich glaube zwar nicht, dass das funktioniert, aber man weiß ja nie. Da wir ja zu viele Hinweise bei Joe DeMarco allein hatten. Ansonsten können wir doch bestimmt auch mal was über den Rabbi in Erfahrung bringen, oder? Beth Tikva, Joe DeMarco. Ah, das habe ich irgendwie schon befürchtet. So, die Frage ist, wie hieß der Rabbi denn jetzt? Schauen wir nochmal kurz. Beth Tikva. So, dann müsste das doch nochmal mit dastehen. Amos Zelig, okay. Amos Zelig, dann geben wir das nochmal ein. Okay, da haben wir ein paar Treffer. Contact Information, das wissen wir ja, denn wir waren ja schon bei der Synagoge gerade. Und der Lebenslauf. Amos Zelig moved to New York in 1963 with his wife Carol and his dog Dodger. Since then, das ist wichtig, dass der Hund auch mitgezogen ist. Den gibt's heute bestimmt auch noch. Since then, he has been one of the most prolific rabbis in the city. His wife and dog are gone now, but Beth Tikva remains one of the strongest centers of the Jewish community. Okay, mehr finden wir aber auch nicht über ihn raus hier. Schwierig. Irgendwelche neuen Nachrichten? Nee. Hm. Dann stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich probiere es nochmal bei der Frau. Vielleicht können wir über den Rabbi mit der Frau sprechen. Ich glaube bald nicht, ehrlich gesagt. Wir haben ansonsten aber nichts weiter an Anhaltspunkten gerade. Er kann uns ja mit nichts weiterhelfen eigentlich. Oder will nicht. Ich weiß es nicht, was genau jetzt das Richtigere ist. Die richtigere Annahme. So, sind wir wieder hier? Mrs. Lauder. Oh, it's you. Come on in. Waren wir ja schon lange nicht mehr. So, irgendwas Neues hier? Nee, das ist alles bloß Business. Bei den Notes gibt's keinen weiteren Anhaltspunkt, verdammt.
Ich hatte gehofft irgendwie, aber nein. I'm going to leave now. I'll see what else I can discover. Thanks, I guess. Ach Mann. Ich will doch nicht schon wieder unterbrechen, um jetzt hier rumzusuchen. Es kann doch nicht so schwer sein. Irgendwas muss doch hier sein mit der Synagoge. Ich meine, wir haben hier noch nichts erreicht gerade. Auf dem Podium liegt auch nichts, was du mitnehmen kannst? Nee. Meh. I've seen better. Ist hier hinten auch noch eine Tür? Scheint nicht so, ne? Hier geht er auch bloß rein und dann ist gut. Nochmal kurz. Ich muss doch irgendwas mit dem besprechen können. Yes? Wir haben auch sonst keine Auswahlmöglichkeiten, nur unsere Notizen. Der muss doch irgendwelche Karteien haben, in denen seine Gemeinde drinsteht, oder? Did a Joe DeMarco ever belong to this temple? DeMarco. That's hardly a Jewish name. I know. Although, it's difficult to say. As I told you, it's difficult to keep track of individual congregation members. He was an investor in Jack Lauder's company. Does that mean anything to you? I don't know. Should it? No, I suppose not. Ach Mann, ich hab keine Ahnung, Leute. Ich hab keine Ahnung, wo ich gerade jetzt ansetzen sollte. Naja, nützt ja nichts. Good night to you, Rabbi Zelig. Good night to you, Rabbi Stone. Dann muss ich halt doch nochmal unterbrechen, um es nicht langweilig zu machen. Und sobald ich eine Ahnung habe, wie wir hier vorwärts kommen, geht's dann weiter. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Also manchmal bin ich ja doch ziemlich schwer von Begriff. Und das war mal wieder so ein Fall von ziemlich schwer von Begriff. Ich habe es doch schon mal festgestellt. Goldberg kam mir irgendwie bekannt vor, als wir hier die Fotos uns angeschaut haben. Da hatten wir ja hier Jay Silver und E. Goldberg. Und ich habe nochmal nachgeschaut im Computer bei, wie ist die Firma, Charming, ne? Da stand auch drin, die Accounting-Firma hieß Goldberg und Weisselbaum. Und wir sehen schon, E. Goldberg passt irgendwie auf Ethan G., ne? Von daher versuchen wir mal nach Ethan Goldberg zu suchen. Ich denke mal, das wird funktionieren. Also ich wüsste sonst wirklich nicht, was es noch für einen Hinweis gibt, aber damit könnten wir es eigentlich mal probieren. Wir geben einfach mal Ethan Goldberg in den Computer ein, in die Suchmaschine. Und ich hoffe einfach mal, dass wir dann einen Treffer erhalten, weil wir mit Joe DeMarco ja einfach nicht weiterkommen gerade. Von daher müssen wir irgendwie mehr über Ethan G. herausfinden. Oh, er kann schweben. So. Und dann probieren wir das Ganze doch mal. Ethan Goldberg. Nicht Goldberg. Goldberg, bitte. So. Accountant dead in Murray Hill Shootout. Okay, with a warm rush of triumph, I knew I found my man. Schauen wir uns das mal an. Ethan Goldberg of Beth Tikva was found dead last night in a Murray Hill alleyway outside Paddy O'Hare's pub, the victim of an apparent mugging. We at RevNet express our sympathies to Ethan's friends and family. Okay, ich glaube, wir sollten uns das Paddy O'Hare's mal anschauen. Muss ich das? Ja, das wird wahrscheinlicherweise nicht hier mit drin sein, oder? Habe ich das jetzt schon mit in der Auswahlliste? Der ist auch tot. Das sieht für mich danach aus, als ob Joe DeMarco gerade so ein bisschen unser Hauptverdächtiger wird. Das sollten wir mal näher untersuchen und entweder jetzt über... Ah, okay, hier ist jetzt Murray Hill dazugekommen. Ich will aber, bevor wir dahin gehen, nochmal kurz mit unseren bisherigen Interviewpartnern sprechen. Vielleicht wissen die was über Mr. Goldberg. So, erstmal mit der Frau. Und dann ist vielleicht auch... Oh, it's you. Dann ist vielleicht auch unser Rabbi endlich mal praktisch. Das wäre ja dann Premiere sozusagen, dass der Rabbi auch mal was Nützliches hat. So, Goldberg, genau. Do you know an Ethan Goldberg? Oh, Ethan Goldberg. Yeah, I know him. Who is he? An accountant. We used him to handle taxes and complicated documents for the business. Not full-time, just on a consultant basis. Wait, is he involved in this? Not anymore. He's dead. What? Since when? About a week or two ago. Murdered. My God! What is happening? That's what I'm trying to figure out.
Okay, wunderbar. Wir haben also schon mal einen Treffer. Take a leave, genau. I'm going to leave now. I'll see what else I can discover. Thanks, I guess. Also wir haben schon mal die Bestätigung, er ist der Accountant. Und dann sollten wir vielleicht mal hier bei Beth Tikva vorbeischauen und nach Mr. Goldberg fragen, denn er ist ja sogar auf den Fotos hier mit drauf. Das heißt, er ist definitiv wichtiger hier in der Gemeinde. Yes? So, consult your notes, Mr. Goldberg. I was hoping you could tell me something about Ethan Goldberg. I know he used to work here. Ethan? Oh, what a tragedy. That man did wonders for this community. It's a shame what happened to him. You know about his death? Of course. I conducted the funeral service myself. I recently found out that Ethan Goldberg and Jack Lauder did business together. Really? I'm not surprised. Ethan offered his services to many people. He was a whiz with an adding machine. So I heard. Okay, mehr weißt du aber auch nicht darüber, oder wie? Na gut, aber vielleicht können wir noch mal wegen dem Meeting jetzt fragen. Do you know anything about Ethan G meeting up with Joe DeMarco? In all honesty, I have no idea. Okay, who Joe DeMarco alles wie vorher. Is. So I'm afraid the answer is no. Na gut, dann lassen wir es dabei. Mehr werden wir hier wohl comment on various oddities. Okay, das ist neu. Doesn't any of this strike you as odd? Should it? Two Jewish men. Both in business together and both belonging to the same synagogue are killed within 2 weeks of each other. A third man, who may or may not be Jewish, is nowhere to be found. There are only two connections between these three men. One is Jack's business, the other is this synagogue. Rabbi Stone, I hope you're not suggesting anything... I'm not. Let me finish. People all over the world use religious communities to network and conduct business. This is nothing new. You know this, Rabbi Stone. If there is a connection, it has to do with their business dealings and nothing to do with Beth Tikva. I won't stand for our reputation being tarnished. Do I make myself clear? As crystal. I'm glad we understand each other. Now, if you'll excuse me, it is rather late. I understand. I'll see myself out. Wait, let me give you my card. Achievement! Mochi! Get on someone's nerves! Thrown out by vom Rabbi. Wunderbar. Feel free to email me if you have any more questions. Großartig. Kriegen wir sogar noch ein Achievement dafür, dass wir ihm auf den Keks gegangen sind. Finde ich toll. Ach, siehst du mal, das wird gleich ganz ausgetragen. Wir dürfen gar nicht mehr dort unten hin. Wunderschön. Gut. Auf jeden Fall, ja, das wird sich erst noch rausstellen müssen, ob die Synagoge da nicht doch ein bisschen mehr mit drin verstrickt ist. Es ist natürlich nicht ganz falsch, was der Rabbi sagt, aber das kann natürlich auch sein, dass er da auch mit drin steckt. Das wissen wir bisher noch nicht.